Wir sind zurück bei der Ultimate Car Mod. Herzlich willkommen. Heute zeige ich, wie man ein Auto repariert. Wenn man nochmal hier reingeht und auf I drückt, sieht man, dass die Damage nicht gerade gering ist. Also sie ist zwar noch ein bisschen im grünen Bereich, aber man muss dringend was tun, damit der Wagen wieder vernünftig läuft. Und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an, wie man diesen Wagen repariert. Man muss ihn erstmal auf diesen Car-Workshop fahren und dann mit Rechtsklick auf Repair Car klicken. Und es gibt nun drei Werkzeuge, die man für die Reparatur verwenden kann. Einerseits den Schraubenzieher, dann den Hammer und den Schraubenschlüssel. Das alles muss entsprechend positioniert werden in die dafür vorgesehenen Felder. Dann wird dieses Feld aktiviert, Repair Car, und durch Klicken kann man Schritt für Schritt das gesamte Auto reparieren, bis es wieder 100% in Ordnung ist. Man kann die Werkzeuge auch einfach drin lassen, die sind jetzt hier aktiviert, und kann dann das Fahrzeug einfach wieder anschmeißen und runterfahren. Guck jetzt mal gerade, dass wir das hier... Ja, nicht ins Haus fahren. Und dann kann man sofort wieder losfahren. Mit seinem frisch reparierten Auto. Doch wie funktioniert das alles? Wie stellt man diese einzelnen Werkzeuge her? Dazu kommen wir jetzt. Den Schraubenzieher erstellt man aus zwei Iron Sticks und einem Eisenbarren. Den Schraubenschlüssel, zweimal Eisen und zwei Iron Sticks. Also immer Eisen. Eisen ist immer hier im Spiel ganz viel. Den Hammer, dreimal Eisen und zwei Iron Sticks. Das sind die drei Werkzeuge, die man jetzt auch noch in einem Repair Kit vereinen kann. Und zwar, indem man sie so positioniert und nochmal oben und unten Eisen dran baut. Dann hat man ein Repair Kit, das das Auto repariert, auch noch dann repariert, wenn es mehr als 90% Schaden hat. Das nächste Mal zeige ich dir, wie man andere Autos baut. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.